Hast du eine Freundin? Freundin. Jo Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Q&A, das heißt, ich beantworte eure Fragen, die ihr mir per Snapchat zugesendet habt. Addet mich auch gerne mal auf Snapchat, hier ist mein Snapcode, ich heiße dort Pookie9 und poste manchmal unnötigen Crap in meine Story, den ihr euch eigentlich nicht geben wollt. Also ja, komm, wir beginnen einfach. Ihr seht jetzt hier meinen Bildschirm eingeblendet und ich würde sagen, jo, wir öffnen jetzt einfach mal so ein paar Snaps. Ihr habt mich wirklich zugespammt, Leute. Das ist zu krass. Wir beginnen jetzt einfach mal. Sehr spooky, du, ich würde fragen, was du später mal für einen Beruf werden willst. Falls das jetzt irgendwer von euch nicht verstanden hat, das war österreichisch. Und das heißt sowas wie, hallo Puki, ich wollte fragen, was du später für einen Beruf ausüben willst. Ja, Leute, ich bin aktuell mega zufrieden mit meinem YouTube-Kanal, mit meiner Karriere hier auf YouTube. Und in Zukunft will ich das eigentlich am liebsten auch so weitermachen. Also, falls es so weiterläuft. Wäre eigentlich so ein Traumberuf, einfach die ganze Zeit zu Hause sitzen und nichts tun. Nein, Spaß, so ist es natürlich nicht, Leute. Man hat natürlich auch so eine gewisse Arbeit und ich würde YouTube jetzt ehrlich gesagt schon mal als Job ansehen. Es gibt Leute, die sagen, ne, YouTube ist gar keine Arbeit. Das stimmt auch wieder nicht. Man ist irgendwie verpflichtet, so YouTube-Videos zu machen. Ich bin jetzt auch nicht fest angestellt, dass ich jeden Tag ein Video machen muss. Aber ich habe einfach Bock drauf und ich mache das und deshalb. Es ist eigentlich so mein Traum, einfach so mein Hobby zum Beruf zu machen. Wenn du mit einem Mädchen schreibst, aber sie will nicht in Real Life mit dir reden, also du schreibst richtig viel mit ihr, wie reagierst du dann? Hä? Wieso soll ich einem Mädchen schreiben, was im Real Life nicht mit mir reden will? Also weißt du, wie ich darauf reagieren würde? Ich habe keine Ahnung. Kannst du mal wieder mehr Livestreams machen? Ist eine verdammt gute Frage, Leute. Ich würde gerne, aber vielleicht könnt ihr euch erinnern an mein Yeezy-Video zu den Fake Yeezys, die ich mal vorgestellt habe von dieser einen Seite. Es wurde einfach gestrikt. Das Video ist einfach offline von YouTube, weil es gegen die Richtlinien verstößt. Mit dem Video habe ich sozusagen den Verkauf von Fake-Produkten supportet und das ist natürlich verboten. Hätte ich mir vorher vielleicht besser überlegen können. Jetzt habe ich einen Community-Strike und das ist so, ich kann mit einem Community-Strike nicht live streamen. Eventuell werde ich einfach mal auf Twitch live streamen, weil da kann ich das sowieso machen auf YouTube. Für noch ungefähr 2 Monate wird es leider keine Livestreams geben. Aber wenn ihr generell mal Bock drauf habt, dass ich einen Livestream mache, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare und schreibt mir, was ich dort spielen oder livestreamen soll. Was guckst du so für Serien? Weil ich weiß nicht, was ich gucken soll. Also ich schaue aktuell extrem krass viel Prison Break. Ich weiß nicht, die Serie, da gibt es jetzt die 4. Staffel, die wird, glaube ich, am 8. April oder so rauskommen. Ich bin aktuell bei der 2. Staffel irgendwo am Ende, also Leute, spoilert mich bitte nicht in den Kommentaren. Das wäre gar nicht nett. Ich weiß nicht, was ich dir empfehlen kann. Wenn du Prison Break noch nicht kennst, schau es auf jeden Fall. Ist eine nice Serie. Könnt doch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr hier der lieben, wer war das jetzt? Julia empfehlen könnt, welche Serie sie schauen soll. Okay, wann machst du dein Despotar? Also wie schon gesagt, ich werde mein Despotar bei 9.800 Likes bei dem Video entwickeln sozusagen und wir haben die Likes einfach geschafft. Richtig, richtig krass, Leute. Heftiger Support auf jeden Fall. Das heißt, am Samstag wird das Despotar entwickelt. Freut euch schon auf die Folge, die wird einfach mega heftig. Die wird alles zerstören. Tragt euch das am besten in den Kalender ein, Leute. Auch wenn ihr keinen habt, dann merkt euch einfach das Datum. Nee, den Tag. Samstag, 12 Uhr. Okay. Ich wollte fragen, ob du Shindy magst und wenn nicht, warum? Weil ich mag ihn. Wow. Wow. Ja, ich muss ehrlich sagen, Shindy ist eigentlich ganz cool. Ich bin jetzt kein krasser Fanboy oder so, aber ich kann mir schon so seine Lieder geben und ja, ich mag ihn. Wow. Alles klar, Digga. Hey Luki, betreibst du Sport? Leute, tatsächlich, ich, der größte Lauch, betreibe seit ungefähr einer Woche Sport. Ich gehe jetzt mit Jonathan, mit Weedy, ins Fitnessstudio. Ich will es auf jeden Fall durchziehen. Also Leute, seid gespannt auf meinen heftigen Buddy. Ich werde in 3 Jahren präsentieren, Leute. Auf jeden Fall, ja, also ich betreibe Sport. Jo Puki, also meine Frage ist, hast du noch vor, dir mehr Sachen aus dem High-Fashion-Bereich wie Yeezys oder so zu holen? Boy, die Frage passt eigentlich ganz gut, weil ich habe mir jetzt einen neuen Off-White-Sweatshirt geholt. Eigentlich so das erste Teil aus dem High-Fashion-Bereich. Keine Sorge, ich will nicht in den Fashion-Bereich hart eintauchen und irgendwie jetzt so ein Fashion-YouTuber werden. Dafür bin ich auch einfach nicht gemacht, keine Ahnung, aber so privat, ich feiere einfach solche Sachen, so von Off-White oder Yeezys. Vielleicht hole ich mir das eine oder andere Teil, aber so viel Geld will ich dafür dann auch wieder nicht ausgeben, weil es schon relativ teuer ist. Also Leute, wer ein bisschen Ahnung hat davon, weiß, wie viel jetzt so ein Sweatshirt kostet. Ungefähr so das 10-fache von einem normalen Sweatshirt oder das 20-fache, keine Ahnung. Also mal schauen, vielleicht, aber jetzt nicht unbedingt. Luki, du Pokémon Gold sucht dich. Alles klar.
Hi, ich wollte dich fragen, ob du vielleicht mal wieder eine Challenge auf YouTube machen kannst. Und wenn du schon eine Planung hast, dann welche ist das? Leute, tatsächlich habe ich vor, eine Challenge zu machen. Ja, in ungefähr 1-2 Wochen. Und was das sein wird, Leute, ich kann schon mal so viel sagen. Pokémon Go Challenge in Graz, neuer Level 1 Account. Das wird krass. Freu dich schon darauf. Mit wie vielen Jahren hattest du deinen ersten Kuss? Okay, Leute, ich muss mal zurückdenken in die good old times. Okay. Nein, ich glaube, das war mit 13 oder 14, aber ich glaube, das kann man nicht als Kuss ansehen. Das war halt so bei Wahlweit oder Pflicht. Ihr kennt das, Leute. Und dann ist so ein peinlicher Moment und ja. Leute, mein richtiger erster Kuss war dann aber tatsächlich erst mit 15. Leute, ja, ich bin heftig. Hast du demnächst vor, ins Ausland zu fahren? Tatsächlich planen wir gerade einen Urlaub, der auch im Ausland stattfinden wird und nicht in Österreich. Österreich ist langweilig, Leute. Auf jeden Fall wird der entweder in Italien oder in Kroatien stattfinden und mitkommen wird Weedy, Trainer Max und noch so ein paar andere Kollegen. Ja, das wird aber noch ein bisschen dauern. Irgendwann halt in den Sommerferien. Und was benutzt du so gegen deine Pickel? Oder so benutzt du da gar nichts? Bin ich jetzt ein Beauty-YouTuber oder was, Leute? Ihr seht schon, meine Haut ist super rein. Ich habe gar keine Pickel. Nein, Spaß, aber ich bin jetzt nicht so stark davon betroffen, dass ich mega viele Pickel habe. Da kann ich ganz froh sein. Und wenn ich mal einen habe, dann haue ich einfach so mit dem Hammer drauf und dann geht der kaputt. Kann ich euch nur empfehlen, Leute. What the fuck? Okay, nochmal, Leute. Nochmal. Würdest du lieber 3 Nasenhaare oder 10 Armhaare rausreißen? Ey, was ist das für eine Frage? Keine Ahnung, ich würde mir, glaube ich, 10 Armhaare rausreißen, weil Nasenhaare... Nee, Leute, das... Nee, okay, nächste Frage. Hast du eine Freundin? Leute, vielleicht könnt ihr euch an das letzte Snapchat Q&A erinnern, da war die Antwort noch nein. Tut mir leid an alle Fangirls hier draußen. Das wird nichts zwischen uns. Nein, Spaß, okay. Ich habe seit einer Woche tatsächlich eine Freundin. Leute, oh mein Gott. Ich mache bestimmt mal so mit ihr eine Touch My Yoga Challenge. Grüße hinaus an Moritz. Alles klar. Okay, hast du schon mal in die Badewanne gekotzt? Ob ich schon mal in die Badewanne gekotzt habe? What the fuck? Natürlich, ich kotze immer so manchmal... einfach so in die Badewanne, weil ich einfach so Bock drauf habe. So. Wer kennt es nicht, Leute, kommt so nach Hause vom Feiern oder so, erstmal in die Badewanne kotzen. Nein, Spaß, okay, ich habe noch nie in die Badewanne gekotzt. What the fuck, was ist das für eine Frage? Puki, welches Auto willst du später mal fahren und willst du später eine Freundin haben und so eine richtige Familie aufbauen? Bitch, ich fahre einen Babawagen. Leute, auf jeden Fall will ich später mal einen Babawagen fahren. Ja, okay, und eine Freundin habe ich ja jetzt schon. Das heißt jetzt schon, richtig behindert. Alles klar, auf jeden Fall. Klar will ich eine Familie später gründen und auch Kinder haben. Das kann ich mir zwar jetzt noch nicht so mega gut vorstellen, aber... Also ja, eigentlich will ich schon eine Familie später haben. Ganz klar. Ich habe eine Frage an dich. Würdest du für 20 Euro dein bestes Pokémon verschicken? Grüß mich, hier wird mein Name stehen. Leute, wenn ich ganz ehrlich bin, nein. Niemals würde ich meinen Dragoran hergeben für 20 Euro, Leute. Wisst, nee, ohne Spaß. Vielleicht für 21, aber für 20 nicht, nee. Puki, hast du eine Freundin? Und wenn ja, wie lange bist du schon mit ihr zusammen? Ja, die Frage habe ich ja gerade schon beantwortet. Seit so ungefähr einer Woche und so ein paar Tagen. Leider muss ich feststellen, dass irgendwie 90% eurer Fragen total dumm waren und somit aus einer Stunde Videomaterial 9 Minuten Video wurde. Ich mache jetzt einfach noch ein paar Fragen hinten dran und ich hoffe mal, dass jetzt was Gutes dabei ist. Warum bist du so cool? Bruh, look at this dude. Was wäre dein größtes... alles klar. What the fuck? Hast du nicht auch Stress, wenn du halt Pokémon Go Videos machst oder so und dann halt eigentlich auch für die Schule lernen musst oder so? Nee, eigentlich nicht oder so. Bist du dumm, Puki? Nee, eigentlich nicht oder so. Was magst du so für Käsesorten? Leute, vielleicht versteht ihr jetzt, wieso aus einer Stunde nur 9 Minuten wurden. Weil einfach 90% der Fragen richtig dumm sind. Hallo, meine Frage an dich. Welches Pokémon magst du eigentlich am meisten? Keine Ahnung, ich finde Pichu ziemlich süß. Und ich weiß nicht, was gerade mit meinen Haaren passiert. Hilfe!
Jo, Puki, was sind eigentlich so deine Lieblingsschuhe so vom Aussehen her? Also vom Aussehen her sind meine Lieblingsschuhe aktuell so meine Yeezys, die ich habe, also die realen Yeezys, Leute, die V2, also 350 V2 Red, die mit dem roten Streifen, Leute. Habt ihr vielleicht mal auf Instagram gesehen? Die sind übrigens echt, weil viele Leute nachgefragt haben. Wer es mir nicht glaubt, muss es mir nicht glauben, sie sind einfach echt, Leute. Hallo, ich wollte fragen, was so eigentlich dein Traumauto wäre. Und ja, deine Videos sind voll toll, mach einfach weiter so. Bitch, ich fahr nen Baba-Wagen.